Herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4, Folge 35 schon. Unser Haus sieht schon echt wohnlich aus. Wir haben schon ein paar Böden. Und ich finde, mit Böden sieht das direkt besser aus. Hier oben auch schon ein paar Böden. Das ist doch schön. So. Die Mutter ist am Essen, das Kind ist am Essen. Essen, alle sind am Essen. So, was braucht der Vater für seinen Job? Hat er ja schon, stimmt, da hat er ja schon alles. Ich überlege gerade, was der macht der dann so vor Ort. Soll ich, weil ihm geht's gut. Er geht mit dem Hund spazieren. Die Pflege spazieren gehen. Kurzer Spaziergang. So, dem Kind. Kind macht keine Ahnung was. So. Die Mutter macht was danach. Was machen die gerade? Ah, sich umarmen. Die Mutter geht danach ein Bild malen. Genau wie das Kind malt hier, Leute. Okay, ich wollte gerade sagen, ich gehe doch auch mit dem Hund spazieren. Und zwar bitte nicht in der Küche, sondern einfach. So, wir räumen hier mal eben für die Mutti auf. Ach, so, zack. Ah, ich glaube, ich hätte die besser eben erst aufs Klo schicken können. Ach, egal. Hä? Der Teller war doch nicht. Anscheinend war er doch drin. Sah für mich gerade nicht so aus. Mal eben die Lautstärke auf. Nee, das ist ein bisschen leise. Ja, mittel ist okay. Hä? Der Hund hat Hunger. Ja, hier steht eine volle Schüssel. Wenn der nicht isst. So, der Vater ist wo? Ja, der ist ja noch mit dem Amt spazieren gehen. Wieso ist der angepisst? Ach, so wegen Schmerzen haben. Und hier kann man essen, was bestellen? Vanille, Schoko, Erdbeer. Gib Hamburger. Den Preis zahle ich schon drauf, sage ich dann nur. Wenn man ja, wenn das Handeln fehlt, schlägt mir auch so. Ja, du musst auch noch davon leben, dann macht man keine Preise, wo man drauf zahlt. Boah, voller Schreck. Der Flohmarkt. Ich weiß, wo wir gleich hin, wo wir sofort hingehen. Zum Flohmarkt. Juhu. So, die Mutter hat das Bild fast fertig. Danach kann die mal aufs Klo gehen. Das geht auch langsam immer voran. Durch die Bilder. Ich kann jetzt mal ruhig mal ein Meister weg, Mann. Das gibt, glaube ich, viel, viel mehr Ruhm. Und auch mal natürlich mehr Geld. Ey, wie abgesprochen. Wenn ich es jetzt nicht wüsste. Genau das wollte ich gerade sagen. Wir schicken sie eben noch auf Klo. Das macht sie ja jetzt schon von selber. Das Kind geht's gut, dem Vater geht's gut, der jetzt übrigens auch nach Hause kommt. Der kann hier nochmal eben wie verrückt aufwischen. Dann geh auch hoch und futter. Ach so. Pinkel, pinkel, pinkel. Und zum Flohmarkt. Ja, zum Flohmarkt reisen. Mit der Frau und dem Kind. Alle, der Familienausflug zum Flohmarkt. Letztes Mal. Ne, war das letzte Mal? War die Folge vor? War egal. Wir waren auf alle Fälle schon auf dem Romantikfestival. Viel zu laute Musik. Auf dem Romantikfestival. Jetzt auf dem Trödelmarkt. Boah, ab in die Stadt und schon ist es heiß.
Ja, wir, also kaufen werden wir wohl nichts. Fuck. Wir hätten das vielleicht irgendein Plunder mitnehmen sollen. Was wir vielleicht hätten ausstellen können, hätten wir was verkaufen können. Egal, hier, das Kind. Probiert mal hier den Blasenmacher. Oh nein, Mac-Rebel sind Blasenmacher nicht für Kinder geeignet. Schade. Dann mal hier, Verfügung ansehen. Kann die vielleicht eine Singen üben? Geht irgendwie hier nicht. Dann soll die mal den Blasen setzen versuchen. Genau wie so, so wie er. Setzen und versuchen. Also ich höre Musik, aber das ist, die spielt denn nicht, weil ich die. Weil hier eine Musikbox ist. Ich höre gar nicht, was der spielt. So. Sitzen die schon? Oh, ja, die sitzen schon beim Blasenmacher. Boah, in der Stadt ist es einfach heiß. Das ist für unser Wohnquartier. Hä? Was sind denn Ereignisse? Ach, sowas, ja, schon. Hochzeit. Ah, und Feiertag, da kann man hier Namen, Dekothema. Und dann kann man hier Objekte. Nach, aha. Ja, also es ist, man kann hier, wie gesagt, Eisbär schwimmen. Aber haben die schon ihn. Oh, er hat schon ein. Ernsthaft, er hat so asozial, der hat den Müll immer. Also, kann das Kind hier an dem Kopf irgendwas machen? Würfe ausprobieren, perfekt. Jetzt sind nämlich Blasenmacher sitzen. Ach toll, das Kind hat auch schon merkwürdigerweise sofort wieder Hunger. Und zu Hause erst was gegessen. Das ist halt echt komisch. Sind denn hier mal irgendwelche Stars? Ach. Glaub nicht. Clemens Frost. Glaubst, Promis tauchen out nur in der neuen Welt Sun. Keine Ahnung auf. Das, also das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ist das? Oh nein, Jonas muss schon in einer Stunde bei den Scheiß Pfadfindern sein. Dann hör auf und der muss nämlich vorher noch was essen. Nee. Ob es hier nirgendwo was Normales gibt. Hier dann hier. Das wäre nicht schlecht. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Scharfes. Guck mal. Wer ist das denn? Ein normaler Erwachsener. Räum das hier mal weg. Die quatschen hier gemütlich. Sanft küssen. Kompliment über Aussehen machen. So, das Kind zum Essen, ja. Also bis jetzt. Oh nein. Ach, ich hab grad gedacht. Glücklich. Es ist natürlich was Scharfes. Sie sehen das nicht an scharfes Essen wie so. Bisschen Übung wird ein Problem, muss die schärfsten Speisen essen. Ach du Scheiße. Boah, wer ist das denn? Soll
Charisma-Fähigkeit stellen. So, zack. Dominik plaudern auch nicht. Jetzt zur Arbeit gehen. Das ist ein Kind. So, was macht die Mutter? Ja, das ist noch der Vater. Annika plaudert. Sie haben mit Annika geplaudert und irgendjemand hat Geld ausgegeben. Guck mal hier, dieser Sessel kostet 412 Euro. Was kostet dieser komische Sessel im Baumodus quasi neu? Wo ist er denn jetzt? Was ist der hier? Nee. Fuck. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn gerade. Hä? Wo ist der Sessel? Da. Oh, 550. Also warte, dieser Billow-Stuhl kostet 80. Normalerweise, glaube ich. Ja, was kostet der denn hier? Sorry, aber wem gehört das? Kaufen. Das ist viel billiger. Können wir das holen? Ich hoffe natürlich, wir können die Farbe ändern. Dann holen wir die hier auch noch. Das ist ja ganz ein Stück billiger. Hör auf. Ich hoffe, dass wir die Farben ändern können. Werf doch das hier weg. So. Weil sonst ist hier nichts. Diese Couch ist hässlich. Stilllampe haben wir schon. Dieses Objekt will ich nicht. Kann ich denn jetzt hier was ausstellen? Komisch, irgendwie. Was ist das hier für eine Kiste? In der Bar ist einfach niemand. Ich glaube, wir gehen mal wieder nach Hause. Der Trödelmarkt ist eigentlich nicht so Bombe. Wir joggen mal nach Hause und sie zieht ihre. Hä, was hat sie an? Ach, die hat auch ihre Sportklamotten vom Dingsspiel. Aha, kein Wunder. Wir gehen mal nach Hause und platzieren die Objekte, die wir geholt haben, und hoffen, dass man die Farbe ändern kann. Och Gott sei Dank, kann man. Dann bin ich guten Schnapper gemacht, der Stoß. Und auch, ich hoffe, bei dieser Lampe auch. Was kostet die sonst? Ich könnte die. Sag mal, die für 100 vermutlich. So, perfekt. So, mach mal das Gitter aus. Und holen noch ein bisschen Boden für die restlichen beiden Zimmer hier unten. Und gehen jetzt mal wieder hoch. Ich würde fast behaupten, das auch. Oh mein Gott. Hier würde ich gerne diese Fliesen machen. Oh, ich weiß nicht. Ins Schlafzimmer. Dieses? Ich weiß, die werden dieses Bett, was die jetzt haben, lange behalten, glaube ich. Das Bett ist ja gar nicht so schlecht. Und ich glaube, im Dings auch. Und im Künstleratelier gibt es ziemlich ein günstiger Boden.
So, perfekt. Tapeten. Tapeten, Tapeten, Tapeten. Ach, die Kacke. Im Wohnzimmer. Jetzt schon Bock auf dieses hier. Das ist dann auch. Ich nehme das sogar. Und dann viele weiß. Alles in weiß und so. Ich könnte gut aussehen. So, in der Kirche. Die Kirche brauche ich fliegen. Ne, das geht. Dieser Rubbelbekommen sieht nicht aus. Da brauche ich. Ist die? Was kosten die denn? 10. Oha, oha, oha. Ja, hier im Badezimmer nehme ich ganz einfach die hier. Die sind was billiger. Und oben auch. Die gehen auch reichen gut satt. Im Esszimmer. Ich habe nämlich mal. Ich glaube, damit bin ich nicht, fahre ich nicht schlecht. Und das ist auch, wie gesagt, günstig. Der Flur, boah. Ich glaube, für den Flur hole ich erstmal eine Lampe. Eine schöne, helle. Ist noch gar nicht schlecht, vielleicht ist. Ich glaube, ich nehme hier diese Papyro. Oh, bei der Mitte muss die. Also irgendwo hier. Weil da hier kommt ja gar kein Licht rein. Die ist nicht mittig. Jetzt ist sie mittig. Oder mittiger. Ich kaufe keine Tapete mehr. Ich habe nur noch 117 Simoleons. Für das Geld. Und ich will auch noch ein bisschen einen kleinen Puffer haben. So, wie geht's denn hierjenigen? So, die Mutter sitzt am PC, muss aber duschen. Der Vater kann eigentlich joggen gehen. Der ein bisschen. Nee, 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 nicht joggen, boxen. Boxen gibt nämlich Muskeln, joggen ist nur dünner werden. Der Hund. Schläft angeblich schon, aber der ist hier nur am Hinlegen. Ja, oh, im Wohnzimmer. Ach. Das hier geht gar nicht. Schon mal weiß. Dann passt das schon mal. Aber ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Let's Play The Sims 4. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und viel Erfolg bei all dem, was ihr noch so vorhabt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss, tschüss.